Irgendwas wird das safe schief gehen, ey. Das ist noch einmal. Neuro-Amps sind faszinierend. Aber wichtiger ist, ob ich jemand beklauen kann hier. Dass sie nicht gesetzlich verboten wurden. Oh, der hat noch Geld. Sprich mit Wiener. Okay, warte, warte. Der hat noch Geld, ey. Was ist mich hier? Dreist, hat funktioniert. Aber it works. Schön, dich wiederzusehen. Hi, was geht? Na, hast du noch Geld? Medizinische Eingriffe ohne menschliche Überwachung nicht gestattet. Ja, die sind doch hier, die Menschen. Ich muss hier bitten, Odin. Nicht in diesem Ton. Okay, hallo. Weiter. Hi, na, Wiener, wie schmeckt das? Wie schmeckt ja nicht die Wiener Würstel so? Also ah, da ist ja unser Glückspilz. Bist du bereit, eine unglaubliche Reise anzutreten? Ja, ich bin halt schon durch so ein Gate, Starfield, Atlantis und geflogen. Und die Aliens haben mich mit Kräften gesegnet und, weil ich meine, was kann's denn? Nee, weiß ich nicht. Die Wiener. Auch auf Englisch Penis genannt. Was genau macht dieser interne Neuroamp? Schau mal erstmal diese Fragen stellen. Der interne Neuroamp ist gewissermaßen der nächste Schritt unserer Einflussverstärker. Okay, er verleiht dem Nutzer die Kontrolle über ein weniger dominantes Ziel, was starken Einfluss über dessen Gedanken und Taten ermöglicht. Ach, ich kann... Ach... Warte mal, also ich kann jemanden steuern oder ich werde gesteuert? Das ist ja echt wie Gedankenkontrolle. Das ist mein erster Gedanke gewesen. Wow! Das klingt fast wie Gedankenkontrolle. Ist diese Art von Einflussnahme überhaupt legal? Willst du den Satz auch beenden? Jetzt verstehe ich, warum das Projekt streng geheim ist. Das wird sich hübsch in meinem Arsenal machen. Erstmal fragen, ob es legal ist hier. Genau genommen ist das noch nicht geklärt. Es ist nicht legal, aber für solche Entscheidungen sind wichtigere Leute als du und ich zuständig. Es ist nicht legal, dafür ist es auch nicht illegal. Aber wenn ich dir jetzt nicht in die Fresse, also dann habe ich auch nicht Blut an den Händen. Aber das kann man ja nicht wissen. Also nicht doppelte Vernichtung und Verneinung. Wir werden einfach alle sterben, alles vernichten. Okay. Jetzt verstehe ich, warum das Projekt Gedankenkontrolle. Hey, wir wollen es mal nicht übertreiben. Dieser Begriff ist etwas überzogen. Aber das ist doch die Wahrheit. Also dann können wir loslegen? Ja. Vielleicht? Nein? Bist du wirklich... So geil, die Frage noch hier, Odin. Bist du wirklich qualifiziert für seine Operation? Ich habe ja keine große Wahl. Ja, aber grillt mir bitte nicht das Hirn. Also, ich war auf einer Krankenstation, sage ich mal. Geheimflügelprojekt, Top Secret. Da wurden ganz viele Probanden getötet, weil sie genau das, was ich jetzt in mich rein injiziert bekomme, getötet, umgebracht hat, verstorben sind wegen dem. Ich meine, what can schief gehen? Also what is, also... Ja, also fragen wir erstmal, ob sie wirklich qualifiziert ist. Die Neurochirurgie ist meine Spezialität. Ich habe an den verschiedensten Gehirnen unzählige Operationen durchgeführt. Aber ich habe doch gar keinen... Ich bin also im Grunde gnadenlos überqualifiziert. Ich könnte das buchstäblich im Schlaf. In my... Hören, I don't know what this word mean, but I, also ich habe Vacuum in my, also head, in my head, Vacuum, kennt man, ist bekannt. Aber bitte grill nicht das Gehirn. Oh, keine Sorge, das ist nicht vorgesehen. Erst gehen wir ein paar Details durch. Aber du kommst natürlich unter Narkose. Ich werde einen kleinen Schnitt am Hinterkopf machen, wo der interne Neuroamp eingepasst wird. Die ganze Operation dauert etwa 3 bis 4 Stunden. Danach bist du fast sofort wieder fit. Falls DeMarcus alles richtig eingegeben hat, versteht sich. Ja, sicher. Ich sage doch, ich habe alles 4-mal überprüft. Hey, ich ärgere dich nur, weißt du doch. Außerdem muss ich meine Versuchsperson beruhigen. Das erinnert mich so ein bisschen an Hannibal Lecter. Ne? Ja, der ist cool. Ja, es sind einige Akzente, die nice sind. Es ist wild hier. Also, wie gesagt, mein erstes Roleplay-Game. Kein Skyrim, kein Outfall, kein Fallout, kein Atombomb, also kein Witcher. Das ist mein erstes Erlebnis neben Baldur's Gate. Ich tue das mal beides ein, eins nehmen, weil es ist halt zeitgleich passiert.
Und es ist halt interessant. Ich habe schon bei Baldur's Gate gesagt, wow, wie heftig sind die Charaktere geschrieben. Ist ja mindblowing, manches Stuff, was da passiert. Und hier noch mit voller Vertonung ist ja Hammer. Was gibt es denn für Pardon? Risiken? Brauchst du irgendwas? Pardon, also oui, also es weg. Gibt so gut wie keine später. Risiken. Vorausgesetzt, dein Gehirn ist nicht atypisch und du reagierst nicht negativ auf die Narkose. Ja, mein Gehirn. Bei Problemen brechen wir sofort ab und sehen uns andere Kandidaten an. Beruhigt mich. Bringen wir es einfach hinter uns. Ich muss einen Konzern stürzen. Wirklich sehr beruhigend. Witze über eine bevorstehende OP zu machen, aber das machen die in echt auch. Das ist in echt auch so. Ich bin schon ein paar Mal operiert worden, das ist echt so, da so ein bisschen so hin und her witzeln, aber das macht man unter Kollegen halt. Ach, dir passiert schon nichts. Ich sage nur, dass du in guten Händen bist. Also leg dich einfach auf den Tisch, wenn du bereit bist, dann können wir loslegen. Nächste, Uli, dann kennen wir es, haben wir sprechen aus Erfahrung. Ein furchtbarer Fehler war. Würdest du mir vielleicht bald wieder. Würdest du mir vielleicht, bevor wir, also ich habe eine lebenstödliche Rettungsoperation, also ich schwebe in Lebensgefahr nach der Operation, die ich jetzt gerettet habe, dein Leben, und ich möchte, kannst du nicht einen Kuss, also bevor wir einmal das erste Mal so ein bisschen, ich sag's, wie es ist, ich bräuchte 15% XP für diese Quest. Gibst du sie mir oder nicht? Ja, also ja, auf die Knie, also du meinst auf den Knie, dass ich auf den nackten Pop ist und so ein bisschen bestrafen? Ja, das ist klar, sicher. Mal reden mit dir. Hallo. Ja, es wird Zeit, dass ich unsere Wege trenne jetzt. Also, ich hab's probiert bei der Sarah, ich hatte 3 Körbe bekommen, dann hatte ich keine Lust mehr. Das ist wie Real Life, ist mir zu real gewesen, weißt du? Das war einfach zu Real Life. Die Körbe in Real Life sind auf einmal ins Spiel gekommen. Habe ich gesagt, nee, bin ich beleidigt, will ich nicht. Nimm nicht jemand anders. Dann komme ich mit ihr ins Gespräch und die findet toll alles und so. Und dann gehe ich zu Sarah. Also ich habe bei der Sarah 3-mal Flirten gemacht. Sie sagt, nee, lieber nicht. Freundschaft hier, Freundschaft plus, habe ich auch keinen Bock. Und hier macht dann Side-Eye, macht so, also, ne? Und dann komme ich mit ihr ins Gespräch. Dann gehe ich zu Sarah zurück, weil sie irgendwas wollte. Dann flirte ich mit ihr und dann steigt sie ein. Ja, als sie gemerkt hat, dass ich auf einmal Interesse bei einer anderen habe. Das ist viel zu realistisch, das Spiel. Stoppt es! Stoppt es! Nehmt es aus dem Internet! Krass, oder? Auf einmal, aber ich habe schon gesagt, Sarah, nope! Du hast deine Chance 3-mal gehabt. Alle guten Dinge sind halt, ne, 1-4. Und bei 3 habe ich aufgehört. Gut, ich... Du musst mich nicht fragen, ob... Ich hab schon alles mit dir. Gut. Ja. Wir sehen... Auf Wiedersehen. Oha, ich hab eine wilde Idee. Krieg ich jetzt was implantiert, was ich dann Gedankenkontrolle von anderen machen könnte? Wir können ja mal... Okay, ich glaube, ich setz mich sofort hin. Geil. Alles klar, dann kann die Party ja steigen. Oh Gott, ich kenn das. Aber ich muss doch zählen, 2, 3, 4, 5 und jetzt aufwachen. Automatisch speichern, das ist immer gefährlich, sowas. Macht sowas nicht. Es könnte ins Auge gehen. Sind wir jetzt in der Aufwachstation? Ah, endlich aufgewacht, Schlafmütze. Die Operation Hallo? War ein Erfolg, offensichtlich. Ja? Wenn du wieder ganz da bist, sag Bescheid, wie es dir geht. Sprich mit Wina. Ich will aber kein Würstchen jetzt essen, nach dem... Jetzt kotze ich. Kann ich nicht mit Andreja sprechen? Hallo. Hi. Okay. Wie war's? Also, wie geht's dir? Gut siehst du aus. Danke. Achso, sie meint mich, also... Ja, du bist auch geil. Heißt das, dass die Prozedur war ein Erfolg? Ich bin enttäuscht. Ich hatte gehofft, ein paar coole bionische Mods zu kriegen. Oha! Okay, das ist die beste Antwort, Alter. Oh, geil. Mir geht's gut, scheint wie alles immer zu sein. Das ist geil. Yep, so geht es mir jeden Morgen. Aber der Sinn der Sache ist ja, dass es keine visuellen Veränderungen und keine negativen Nebenwirkungen gibt. Okay. Ein paar Hinweise, bevor du den internen Neuroamp nutzt. Boah, ich will Erstens, jetzt. Du kannst immer nur eine Person beeinflussen.
Oha. Und zweitens hält der Effekt nur kurze Zeit an. Bedenke das in einer Kampfsituation. Ja. Das ist ja halber Spider-Man mit seinem Spinnensinn hier. Man sieht, was kommt und dann kann ich sogar noch vielleicht kontrollieren. Dann weiß ich, wo der hinter schlägt und weiche dann aus und dodge. Aber das in einem Kampf zu nutzen, wird ja ganz... Ich hoffe, die Steuerung ist nicht so schwer mit dem. Weil ich bin da nicht so geskillt. Ich bin eher so der Solitär- und Minesweeper-Spieler. Wie lange hält der Effekt denn genau? Sagen wir einfach, es hängt vom Nutzer ab. Das größere geistige Leistungsvermögen mancher Menschen kann die Dauer des Effekts verlängern. Aus der Traum von einem lebenslangen Schergen. Klingt, als ob die Technologie noch Feinschliff bräuchte. Verstanden. Ja, Feinschliff. Nun, diese Technik ist nur ein Prototyp. Das ist erst der Anfang. Dann testen wir das Baby doch gleich mal. DeMarcus stellt sich als Versuchsperson bereit. Oha, wie geil. der Doc, super. Aber kriege ich auch dann das neueste Firmware, wenn die finale Software rauskommt? Kann man mich flashen, updaten, per USB anstecken oder muss man mich wieder operieren? Also, ich möchte nicht, wenn... Ihr wisst, beim BIOS-Update, wenn der PC abstürzt, ist scheiße. Und wenn ein neuer Prozessor rauskommt, muss man das Board updaten, damit der Prozessor drauf passt. Bitte gib mir das neueste... Keine Beta, oh mein Gott! Ich bin im Early Access. Ich bin gefangen. Im Early Access. Für immer. Oh Gottes Willen, es wird nie zu Ende gehen. Gell? Richtig. Ist der nicht einer deiner Top-Leute? Du willst wirklich sein Leben riskieren? Ziemlich mutig von ihm. Nach allem, was in der Klinik passiert ist. Ich dachte, er weiß schon, wie er sich anfühlt. Alles klar. Machen wir alles klar. Gute Einstellung. DeMarcus ist gerne hautnah involviert und erlebt die Dinge selbst. DeMarcus. Deswegen ist er hier wohl die Nummer 2 bei den Publikationen. Oha. Geh einfach über die Treppe aufs Observationsdeck. Und jetzt kann ich das... Ich will es aber antesten. Okay. Let's go. Ich empfehle die sofortige Einnahme einer mäßigen Menge Wasser. Mach du doch vor. Nimmst du Wasser vor, mach ich nach. Ich spritz dir ins Gesicht. Also Wasser, also nichts, egal, weiter. Gut, haben wir auch erledigt. Okay, lol. Drücke F, um deinen Scanner zu öffnen und die Person auszuwählen, die du manipulieren willst. Drücke E, um deine sozialen Skills aufzurufen und wen manipulieren. Hast du eine Person manipuliert, wählst du das Subjekt oder die Person, mit dem bzw. der interagieren soll. Okay, also den möchte ich und der soll mit dem ins Bett. Oder sich abschminken. Und dann, wenn er sie aber ungeschminkt sieht, dann läuft sie sowieso und er davon und dann ist... Ja, okay. Oh, immer dieses Make-up-Problem heutzutage. Genau, okay, gut, verstehe. Gut, dann bin ich da. Achso, bin ich schon. Ich soll von hier? Das ist ja wie so ein Versuchs. Ist ja ein Versuchslabor, eine Maus. Okay, F. Diplomatie. Aufhetzen, einschüchtern und manipulieren sind soziale Skills, die du bei dem geöffneten Scan aktivieren kannst. Bewege deinen Kursor über das Ziel und drücke I. Also. Ja, so. Okay. Um deine sozialen Skills zu öffnen, wähle per Mausrad den Skill, den du verwenden willst. Wenn der Einsatz eines sozialen Skills fehlschlägt, wird dein Ziel immun gegenüber alle weiteren Versuche, soziale Skills bei ihm anzuwenden. Ja, okay. Wenn einer jetzt sozial nicht hinkriegt, machen wir asozial. Dann ist es wirklich Real Life. Dann sind wir hier bei RTL. Also ich meine, wir sind hier beim 3TV. Also, verstehe. Also, Gags im Brennpunkt. Let's go. Bin dabei. Okay, speichern. Was soll ich machen? Soll ich E drücken? Manipulieren. Aktivieren. Habe ich. Wo geht er denn hin? Bleiben. Oh nee, warte. Was muss ich mit dem machen? Kann ich hier? Ach so, lol, guck mal. Oha!
Ach, das ist Marionette hier. Wie krass. Aber ich habe ja nichts aussuchen können mehr, oder? Benutze Manipulieren bei DeMarcus und finde einen Weg, die Tür zu öffnen. Ach so. Aktivieren. Untersuchen. Ha, warte, E geht nicht, oder? F, dann E. Kann ich hier rüber, weil das Glas da ist, gell? Was ist denn das hier? Aktivieren. Ach, der läuft immer zu mir. Ach so. Ach, der läuft da, wo ich bin. Okay. Sekunden hält es nur, okay, okay. Ich sehe es gerade, 30 Sekunden hält es nur. Aktivieren. Manipulieren, Versuch fehlgeschlagen. Gut, nächster. Aber geht ja nur einmal. Manipulieren. Okay, jetzt geht's. Als Beobachter ist der Effekt. Ja, okay, muss man sehen. Wie ist es, wenn ich. Geht er immer dahin, wo ich bin? Weil als ich hier stand, ist er dahin gelaufen und als ich hier stand, ging er auch zur Tür hin. Anscheinend geht er dahin, wo ich bin, oder was? Aber hat ja geklappt. Okay, ja, gut. Ist strange, aber werden wir schon hinkriegen. Oh, wie soll ich das beschreiben? Wie war's denn? Eben war ich noch aufgeregt, wie das Experiment läuft. Und dann? Und im nächsten Augenblick bin ich kurz desorientiert und denke, ich habe wohl den Faden verloren. Okay. Es war irgendwie ganz natürlich. Und ja, wie du vorhergesagt hast. Ich wusste es, ich wusste es. Ich kann endlich meine neueste Dissertation fertig schreiben. Und du schuldest mir 100 Credits. Ich beobachte mich jetzt rund um die Uhr. Okay. Bin gespannt, ob es noch andere Nebenwirkungen gibt. Sind eigentlich die gestorben, die das Ding im Kopf hatten, oder die, die manipuliert wurden? Ich glaube alle, oder? Laut dem Bericht vorhin. Geht's dir gut? Vorsicht! Hier steht jede Menge empfindliches Gerät. Kann ich das echt mit jedem machen? Warte mal. Oha! Habe ich das jetzt immer oder was? Ist es, wenn man diesen Storyteil nicht spielt, hat man das nicht oder was? Ist ja krass. Boah. Und ich habe gesehen, anscheinend kann ich das skillen hier irgendwo. Das ist 2 von 5. Weil ich habe anscheinend einen Skill und den zweiten muss ich... Wow, hier unten. Dann wird es bestimmt noch besser. Ach so, ich schätze, du kannst das bekommen, aber du musst dahin skillen. Okay, du kannst im Ziel das 10 Level drüber, 20 Level. Das habe ich schon mal gelesen irgendwo mit dem Level drüber. Heftig, Alter. Heftig. Boah. Aber ich habe den schon manipuliert. Und jetzt? Was ist mit... Ja, komm, wir quatschen mit dir. Wir probieren gleich nochmal. Okay, let's go. Ja? Also, erzähl. Wie hat es sich angefühlt? Gab es Nebenwirkungen? Kriege ich eine Entschädigung, wenn ich Nebenwirkungen spüre? Ach, das müssen Alexis und Linden entscheiden. So Entschädigungen, das ist nicht mein Gebiet.
Das war viel zu einfach. Diese Art von Technologie sollte verboten werden, auf jeden Fall. Das war viel zu einfach. Das ist mein neues Lieblingsspielzeug. Oha! Also keine Nebenwirkungen. Und Ander, das Spielzeug, gehasst. Das du so liebst, ist sehr mächtig. Oh nein, also setz es weise ein. Ja, Spielzeug ist wohl kaum das richtige Wort dafür. Es war faszinierend. Ach, scheiße, ich habe mich Alter. Nur kurz ein wenig desorientiert gefühlt. Eine erstaunliche Technologie. Ja, aber ich muss doch jetzt nochmal laden wegen ihr. Ich kann nicht nochmal riskieren, dass sie was hasst. Warte, wir machen nochmal kurz. Kann man hier raus im Gespräch? Wir führen aber. So, man kann auch so raus. Krass, man kann nicht. Wenn ich jetzt. Verdammt. Das ist. Machen wir gleich. Ich will nur nochmal laden, weil. Okay. Du hast offen Beine mit. Ich schaff diese 15% sonst nie. No joke. 16. Ja, wir haben einiges nochmal zu machen, aber egal, komm. Mann, weißt du warum, Odin? Ich hasse das, aber es ist einfach zu negativ da. Dann hasst sie dies, hasst sie das. Also, was ist denn mit ihr? Also, das ist halt. Es ist halt schwere Geburt, weißt du? Und ich muss. Man muss manchmal bezirzen und einiges. Verstehst schon. Weiber halt, was willst du erwarten heutzutage? Einfach die Weiber. Da kannst du nichts machen. So, also, das ist ja heute sehr geschießt, das. Aber es ist ja das Leben halt so. So, okay, weiter. So. E. Manipulieren. Schlüsselkarte bewegen. Ja, nimmst du und aufsperren. F. E. Manipulieren. Aufsperren. Ach, ich habe gar nicht genug, ob es geklappt hat. Moment. E. Hat geklappt. Jetzt dahin gehen, okay. Wow, ist der gerannt. Perfekt, gut. Ja, wir machen es nochmal. Als Beobachter ist der Effekt etwas verstörend. Jetzt müssen wir mal kurz speichern. So, aber ich habe es nochmal geübt, ging jetzt schneller. Zoom. Oh mein Gott, das war unglaublich. Wie war es? Oh, wie soll ich das beschreiben? Eben war ich noch aufgeregt, wie das Experiment läuft. Und dann auf einmal war es ganz wild. Und im nächsten Augenblick bin ich kurz desorientiert und denke, ich habe wohl den Faden verloren. Meinst du? Es war irgendwie ganz natürlich. Und ja... Wie du vorhergesagt hast. Ich wusste es. Ich kann endlich meine neueste Dissertation fertig schreiben. Und du schuldest mir 100 Credits. Ich bin gespannt, ob es noch andere Nebenwirkungen gibt. Gut, jetzt aber. Also wir dürfen es halt nicht so feiern, sag ich mal. Wir dürfen es nicht so feiern. Damit Andreja halt nett bleibt. Also erzähl, wie hat es sich angefühlt? Gab es Nebenwirkungen? Ja, aber kriege ich vielleicht Entschädigung? Ach, das müssen Alexis... Haben wir gemacht, okay. Das war viel zu einfach. Diese Technik soll verboten werden. Tja, zum Glück ist das nicht deine Entscheidung. Du weißt aber hoffentlich, dass du hier von meinem Lebenswerk sprichst, ja? Ich würde es sogar... die größte Errungenschaft der besiedelten Systeme nennen. Ryujin wird sich nicht so leicht davon trennen. Es war faszinierend. Ich habe mich nur kurz ein wenig desorientiert gefühlt. Eine erstaunliche Technologie. Aber mein Kontroll ist schon krass. Und wenn ich dich benutze, dir jemand umzubringen? Es hat sich nicht übergriffig angefühlt. Ich würde mich niemals an... andere Leute Marionette wohlfühlen. Sehe ich auch so. Das eröffnet so viele neue Möglichkeiten. Fangen wir mal mit umbringen. Solche Ausnahmefälle muss grundsätzlich der Vorstand klären. Ja, Leute. So eine Technologie ist natürlich immer mit viel Bürokratie verbunden. Ja, aber trotzdem können Leute das ausnutzen. Weißt du, also das können trotzdem Leute ausnutzen. Kein bisschen.
Aber es könnte schon merkwürdig sein, wenn ich mich so desorientiert merkwürdig. Fühle und dann in einem anderen Raum wieder aufwache. Ja, genau. Wir führen aber so definitiv noch weitere Tests durch. Es gibt unzählig viele Szenarien zu bedenken. Ich würde mich niemals als anderer Leute Marionette wohlfühlen. Das ist vielleicht das Schöne. Du würdest es nicht merken. Ach stimmt, das ist das Problem. Außerdem hat man nicht komplette Kontrolle. Sind die Moralvorstellungen oder Überzeugungen eines Subjekts stark genug, okay, gibt das Fehlerstellen. Allerdings war es äußerst interessant, welche Aktionen unsere Subjekte sich selbst gegenüber rechtfertigen. Okay, okay. Ich würde gerne den ganzen Tag über das Potenzial meiner genialen Erfindung plaudern, aber Masako will dich sehen. Du hast offenbar eine Mission zu erledigen und Marcus und ich müssen unsere Berichte schreiben. Man kann jetzt zum Beispiel nicht sagen, hier ich bin immer noch ganz aus dem Häuschen. Töte meine ich Frau, weil man die ja doch eine Beziehung dazu hat und so, ne, und so weiter. Die moralischen Vorstellungen oder generell, ja, die spielen doch eine Rolle. Gut, gut, gut. Kommst du, Andreja? Kann ich mit dir auch mal was reden? Was kann ich für dich tun? Soll ich mal testen gut bei ihr? Ich habe ja kurz gespeichert. Dass sie wieder böse ist dann, weißt du? So, hier. Das geht bei ihr gar nicht. Ja, okay, dann nicht. Ich wollte ja nur, also, das sage ich jetzt nicht. Das verrate ich euch nicht. Edgy. Das könnt ihr in meinem neuen Blog lesen. Also, jo, ich meine, also ich schreibe keinen, aber irgendwann schreibe ich einen. Genau über das Thema. Managerbüros. Jetzt kann ich auch den Manager steuern. Hoho. Boah, vielleicht muss ich ja diesen Übeltäter steuern, diese Ulagos, oder wie die heißt. Ulimuli. Das wäre krass. Das wäre wild. Das könnte das wichtigste Meeting meiner Karriere sein. Oh, es geht dann noch höher. Die CEO. Okay, je höher, desto wichtiger ist das Ganze. Ach du Scheiße, jetzt ist Endgegner jetzt. Hast du noch ein bisschen mir nicht in die Quere, Geld für mich? Dir nicht. 880 Credits habe ich dir noch da gelassen? Ja, bisteppert. Meine. Ja, meine. Sag ich doch. Easy. Easy peasy. Ah, da bist du ja. Haben Bina die auch noch was? Hat zwar gesagt, dass du sofort wieder fit bist, aber ich war skeptisch. Hoffentlich hatte sie auch mit der Behauptung keine Hirnschäden recht. Okay, also das ist die Verräterin. Können wir nicht so einen Pfeil über den Kopf machen, wie so ein Jägermal oder sowas? Nachdem du jetzt mit dem internen Neuroamp ausgerüstet bist, wird es Zeit, ihn einzusetzen. Habe ich doch schon eben gerade bei Marcus. Wir schlossen dich bei Infinity Ltd. ein. Oh mein jetzt Gott, echt? Lucas Drexler, warum man Ryujin Industries lieber nicht bestehlen Boah, sollte. Boah, wie krass, mit dem Ding schlagen. Ich brauche nur die nötigen Einzelheiten. Hauptsache, er landet hinter Gittern. Ich bin bereit. Ich lasse ihn mit seinem Leben bezahlen. Bisschen zu fies, oder? Er wird sich wünschen, nie von Dominion Project gehört zu haben. Ich brauche nur die Einzelheiten. Gut. Yuko hat uns einen Grundriss von Infinity Ltd. beschafft. Du hast bei dieser Mission zwei Optionen. Wir stellen dir die Mittel für beide bereit. Option A. Oh mein du Gott, kommst was? Über den Wartungszugang auf dem Dach ins Gebäude. Okay. Option B. Du bekommst eine falsche Identität und wir arrangieren ein Meeting. Ich will B. Ich will B. Ich will B. Darüber denke ich. B würde ich die Gelegenheit gerne nutzen, um meine Schauspieltalente unter Beweis zu stellen. Ja, B. Weil wir sind vorhin sind wir schon genug gekrochen auf irgendwelchen komischen, sagen wir es mal, Dächern bei dem anderen Tower. Das war more than enough. Okay. Und wenn ich gleich ein bisschen schauspielern kann, können wir ja probieren. So ein bisschen unter uns in der GZSZ oder alles, was zählt oder keine Ahnung, was das Ganze noch gibt, kann ich mir ein paar Vorteile verschaffen und vielleicht kann ich, werden die angenommen, dann habe ich irgendwann auch beim Seifenfernsehen bin ich dabei. Hast du auch B genommen? Ja. Ich bin nämlich schon genug auf in irgendwelche Rohre gekrochen. Ich hoffe nur, deine schauspielerischen Fähigkeiten reichen aus. Easy. Also je nachdem, welche Option du wählst, bist du entweder im Wartungsgang oder in der Marketingabteilung. Von dort aus hast du drei Ziele. Das erste Ziel ist der Computer von Lucas Drexler in seinem Büro auf der Chefetage. Klar. Zweitens, Fei Saint-Savants Computer in der Forschung und Entwicklung. Drittens, F&E, du musst ihre Prototypen beschaffen, auch aus der F&E-Abteilung.
Wie du siehst, hast du mehrere Ebenen vor dir. Das wird also wohl ein ziemliches Abenteuer. Geil. Ich freu mich. Wie weit komme ich mit der Identität rein, die ihr mir besorgen wollt? Also, freie ist so krass. Hand hast du nur auf der Marketing-Etage. Okay. Infinity ist zwar geizig, aber sie wissen auch, dass ein Mindestmaß an Sicherheit zwingend nötig ist. Oh, ich war ja da schon vorhin. Was würde deutlich schneller gehen, wenn ich die Sache direkter angehen könnte? Das ist ganz schön viel. Das ich machen muss, ohne erwischt zu werden. Kein Problem, kriege ich hin. Gar kein, also wenn nicht ich, wer dann? Denn nämlich Jean-Claude Van Damme, der kann es besser. Fragen hier. Alles niederballern kann auch jeder Söldner oder wütende Ex-Angestellte. Du bist Ryujin Agent. Also benimm dich Sir, auch so. Ma'am. Also, ich habe Ularu ein Programm schreiben lassen, das du auf Lucas und Face Computer ausführen musst. Ryujin Agent. Sie erklärt dir die Details. Over. Sobald wir Infinity LTD auffliegen lassen, werden ihre gesamten Daten genau unter die Lupe genommen. Okay. Die Öffentlichkeit soll nur erfahren, dass sie Söldner angeheuert und ungenehmigte Tests an Menschen durchgeführt haben. Okay. Dominion also muss nicht so schlimm, oder? Bleiben. Ich habe ein Aufseherprogramm geschrieben, Ularu, das alle Beweise sammelt, die wir benötigen. Der Betrüger. Und gleichzeitig alles löscht, was mit Ryujin und dem internen Neuroamp zu tun hat. Das dürfen wir nicht so machen, wie sie sagt. Was ist mit den Leuten, die davon wissen? Zum Beispiel Lucas himself. Alle, die sich auf Lucas Seite stellen, würden wegen Beihilfe oder sogar als Komplizen verurteilt werden. Okay. Sie werden ihre Karriere nicht torpedieren wollen. Und was Lucas angeht, wenn er reden und dadurch auch noch Industriespionage gestehen will, nur zu. Aber wer würde ihm das noch glauben? Niemand. So ein Gerät sollte man am besten geheim halten. Ja, wirklich. Würden ein die Medien ihre eigenen Schlussfolgerungen ziehen? Würde das nur Panik unter den Menschen verursachen? Genau, keine Panik es auf der. Es ist essentiell wichtig, das Narrativ Menschen- zu kontrollieren. Skala, Titanic. Verstanden. Sir, also ma'am. Wir wollen nicht, dass jemand zu Schaden kommt. Ein Aufschrei über Morde würde von unserem Ziel ablenken. Und du Sofern musst auch ins Gefängnis. Also Olero. Eins mit den Schatten werden kann. Solltest du vielleicht besser allein gehen. Zwei mit dem Schatten. Wir wissen von Simon Ritschek, wie man die Zivilisten aus dem Gebäude evakuieren Aber lassen meine kann. Andreja muss doch mit du und sehen, ihn wie ja geil ich bin. Bestimmt noch von Cydonia. Infinitys Wartungscrew ist unterbesetzt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ein Druckventil zu lange unkontrolliert bleibt und also sie ein Riesenproblem Druck- haben. Also mit Druckventil kenne ich mich aus. Der Druck ist riesig, aber ich kann es halt nicht an der richtigen Stelle los. Automatisch also. Ein Evakuierungsalarm ausgelöst. Jawohl, Ma'am. Simon hat uns die Zugangsdaten für ihren Steuercomputer beschafft. Du kannst also das Heizungssystem ausfallen lassen. Oh, auf wen muss ich denn noch aufpassen, wenn alle Zivilisten raus sind? Der Wachdienst hat offenbar Masken für diese Situation. Die okay. Wachen sind also weiterhin im Gebäude stationiert. Okay, es verstehe. Ist auch gut möglich, dass sie das Abwehrsystem des halbe, Gebäudes aktivieren. Halbe hier. Du begegnest vielleicht ein paar Automatikgeschützen. Versuche also möglichst unbemerkt zu bleiben. Ja, natürlich, Automatik. Wo ist der Computer, auf dem ich die Zugangsdaten eingeben soll? Wenn Simons Informationen korrekt sind, kannst du über einen Computer Simon. Im Wartungsbereich auf sämtliche Kontrollsysteme zugreifen. Auf alle? Wenn du über den Zugang auf dem Dach einsteigst, liegt das sehr günstig. Nee. Ich gehe ins Meeting. Gut zu wissen, dass es Simon noch gibt und der auf unserer Seite ist. Der alte Mann wird uns noch lange erhalten der bleiben. Alte zumal Mann du ihm geholfen hast, ein altes Ärgernis zu beseitigen, wie man so TikTok hört. TikTok-Video. Du bekommst außerdem einen Dienstanzug. Oh, das macht sexy. Es ihnen schwerer, dich zu entdecken. Diese Anzüge sind eigentlich den Rang höheren Agents vorbehalten, aber wir wollen das Risiko minimieren. Oh, nur ein Anzug? Ein Anzug den Rang höheren Agents? Boah, ich will Senior werden. Steige ich damit offiziell zum Agent mit Senior-Status auf? Das wäre geil. Bitte, du bist eine Ausnahme. Aber nach dieser Mission können wir über eine Beförderung reden. Okay. Danke. Für den habe ich definitiv Verwendung. Den hätte ich schon lange gebrauchen können. Tja, du bist noch hier. Tschüss. Allzu nötig hattest du ihn also wohl nicht.
Jetzt wenn aber. Du das Overseer-Programm ausgeführt und den Overseer? Prototypen sichergestellt hast, ja musst du nur noch die Slate zu David Barron in der SNN-Redaktion bringen. CNN? Gib ihm okay, notfalls okay. genügend Informationen, um sein Interesse zu wecken, ohne dabei Ryujin zu erwähnen oder zu sagen, wer du bist. SNN arbeitet oft mit anonymen Hinweisen. Okay. Sie werden eigene Recherchen anstellen, um die Geschichte zu bestätigen. Oioioi. Oioioioi. Oioioi. Also, okay. Ich gebe das Overseer-Programm an David Barron. Und wenn David Barron der Sache nicht glaubt, ich kümmere mich darum, dass David Barron bei SSN die Slater hält. Aber ja, mal nachfragen. Laru sagt, es ist sicher. Safe? Das Overseer-Programm löscht sich selbst, sobald seine Funktion erfüllt ist. Okay. Auf der Slate verbleibt nichts außer Beweisen für Infinitys Verbrechen. Und wenn David Barron der Sache nicht glaubt? Es ist egal, was er glaubt. Scheißegal, Davids erster oder? Schritt wird sein, die Informationen zu verifizieren. Verify wenn er die Story situation. Erst einmal bestätigt hat, wird er es als seine Pflicht ansehen, sie zu bringen. Ich kümmere mich darum, dass David Barron bei SSN die Slate erhält. Ich würde gern Lukas Geschichte sehen, wenn die Nachricht im ganzen System gesendet wird. Das wird das Highlight der Konzerngeschichte. Ja, okay, das. Ja, und wir lehnen uns entspannt zurück und sehen zu. Also, noch irgendwelche letzten Fragen? Wie frei kann ich mich mit der falschen Identität bei Infinity LTD bewegen? I like to move it, also, ja, bewegen. Du hast nur Zugang zur Marketing-Etage. Ein Termin ist kein Freifahrtschein. Aber ich habe super Überredungskunstfähigkeiten geskillt, also kann ich überall hin und ich kann auch jedem sagen, dass er mir die Tür aufmachen soll, obwohl er es gar nicht will, weil ich den Neuro-M-Transmitter habe. Wie kann ich in den internen Neuro-M zu meinem Vorteil nutzen? Ja, genau. Du genau. kannst andere manipulieren. Ja? Wenn dir jemand im Weg ist, kannst du ihn einfach wegschicken. Piss dich. Hat jemand eine Schlüsselkarte, hast du sie auch. Yeah, im Prinzip okay. entscheidest du, was möglich ist. Okay, sorry, also diese Macht ist halt, oh wow. Könntest du noch einmal meine Aufgaben durchgehen? Bitte fass nochmal alles zusammen, aber ruckzuck. Unglaublich. Wir geben dir eine Slate mit einem Programm, das du auf den Computern von Lucas Drexler und Faison Savan ausführen musst. Ja. Außerdem musst du ihren Prototypen, das interne Neuroamps aus der F&E-Abteilung stehlen. Mach einfach kaputt, das Wenn Ding, du oder? Damit fertig bist, bringst du die Slate zu David Barron bei SNN Barron und kommst mit dem Prototyp hierher zu. Stehlen, kaputt machen, manipulieren, David Barron töten. War richtig, oder? Was ist mit was für Security muss ich denn bei InfinityLTD.store.com rechnen? Ach, jetzt weiß ich, woran es mich erinnert. Immer an Linus Tech Tips. LTT, LTD. Ja, na klar. Je nachdem, ob du das Gebäude evakuieren lässt oder nicht, bekommst du es mit Wachleuten zu tun. Ähnlich wie hier bei uns. Du könntest auch auf automatische Verteidigungsgeschütze stoßen. Also sei vorsichtig. I'm ready, wenn sie es sind. Viel Glück und erstatte mir persönlich Bericht, wenn du zurück bist. Danke. Hier sind Simons Zugangsdaten, dein Dienstanzug, das Overseer-Programm und deine Tarnidentität. Deine Deck-ID-Karte verleiht dir Zugang vom Dach und zum Aufzug. Damit kommst du also ins Gebäude. Okay. Vermassle das nicht. Skylar Lumen. Ja, das klingt heftig. So, neue Items. Ui. Helm ohne Werte. Okay. Tarnanzug. Okay. Und den Rucksack, den behalte ich. Achso, den habe ich noch an, oder was? Okay, anscheinend passt das alles. Wird schon hinhauen. Gut. Ich würde gern pinkeln gehen, bevor wir das machen. Beim letzten Pinkeln ist alles gecrashed. Das kann aber auch vom Shortcut sein, vom Streamdeck. Deswegen mache ich jetzt normal hier das. So, aber ich geh mal kurz pinkeln. I'm in not. So. Dabei schiffen. Und weiter geht's.
schon umgezogen hier. Können wir es direkt hinbieben, oder? Ich hoffe, wir haben... Oh, ne, wir haben keine Schmuggelware von den Dingen. Wir haben nur Geld geklaut, das passt ja. Geld stinkt ja nicht. Also. Steuermann, setzen Sie Kurs auf eine wichtige Mission namens Sprich mit Dalton. Ja, okay, das ist, glaube ich, hier am... Ja, das ist hier. Ja, ich verstehe. Alles gut. Ich dachte, wir müssen schon irgendwo hinfahren. Hier schon ewig. Erst mit Dalton Duck sprechen hier. Der Deal wäre so. Sorry. Hat der Geld, der Dalton? Ne, da haben wir schon alles geklaut. Ach so, okay. Hast du das Programm? Ja. Slate geben. Sicher, ich hoffe, du weißt, was du tust. Ularus treiben ist dir schon mal entgangen. Ja, hier ist es. Ich hoffe, du findest die Beweise, die du brauchst. Hier, tu, was du tun musst. Ja. Ularu wird diese Gelegenheit ausnutzen wollen. Safe. So, lass mich mal sehen. Schauen wir mal, der hat schon wild hier mit den Typen. Ich will das entsperren. Meisterk, oh Mann, ich will auch sehen. Krass, das ist sogar leserlich hier einiges. Das ist hier alles. Die Schlüsselung ist auf etwas gestoßen. Da steckt etwas drin. Was denn, erzähl mal? Genau, was wir brauchten. Ja? Diesem Code nach hatte Ularu vor, es durch falsche Beweise so aussehen zu lassen, als würde Masako mit Lucas zusammenarbeiten. Eieieiei, so ein Schwein. Hättest du dieses Overseer-Programm ausgeführt, wären eine Reihe von gefälschten Nachrichten in das Netzwerk von Infinity LTD geladen worden. Masako soll sogar Lucas zu frühzeitigen Versuchen an Menschen ermuntert haben. Das geht nicht. Es ist also klar, was sie wollte. Ja. Bleibt die Entscheidung, wie mit diesen Informationen umzugehen ist. Ja. Ich werde die nötigen Dateien von dieser Slate kopieren. Ich finde, die schaut geil aus. Das Original muss als Beweis gegen Ularu unangetastet bleiben. Alles klar. Okay. Darf ich vorstellen? Jetzt haben wir endlich die nötigen Beweise für Ularus Verrat. Dann sollten wir sie nutzen. Ich kann dir gleich vorstellen, den Master Chief, Jeroka. Jeroka. Ularu wollte mich ausnutzen, falsch beweisen, gegen Masako ins Spiel zu bringen? Ohne jeden Zweifel. Ja. Selbst wenn du den Upload bemerkt hättest, hätte das Programm nicht angehalten werden können. Uiuiui. Es wäre zu spät gewesen. Hoffentlich glaubt uns der Vorstand auch. Diese Beweise sind unbestreitbar. Unbestreitbar. Wer das nicht anerkennt, muss selbst in die Sache verwickelt sein. Und das wäre ein noch größeres Problem. Konzentriere dich einfach auf den Auftrag. Ohne diese gefälschten Beweise erwartet Ularu eine große Überraschung. Sie kann es sicher gar nicht erwarten, dass der SNN den Bericht über die Vergehen von Lucas Drexler und Masako ausstrahlt. Ja. Hier ist die neue Slate mit dem aktualisierten Overseer-Programm. Lass uns diese Sache richtig zu Ende bringen. Jawohl. Also, Jero, darf ich vorstellen? Master Chief. Siehste? Ich muss das anziehen. That's a Terran-Kleidung. Don't laugh at my Terran-Kleidung. Begib dich nach New Atlantis. Ich habe eine wilde Mission, Jeroka, von Ryujin. Steuermann, setzen Sie Kurs auf New Atlantis. Maximum Warp. Kurs gesetzt, Sir. Energie. Die Freelancer-Missions? Habe ich die schon hab. Ich habe irgendwie das bei all dem Lichterglanz vergisst man fast die Menschen, die auf dem Unterdeck leben. Die habe ich auch nicht mehr gemacht, die Hauptstudie. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Das machst du nächstes Jahr. Freelancer. Ja, bin ich doch. Ranger. Habe ich doch. Bin doch auch ein Ranga. Ich bin doch offizieller Ranga, aber bin trotzdem bei Ryujin angestellt. Hier dieses Zeichen da. Das hier. Dieses Zeichen. Das ist Ranger. Also ich habe da eine Mission, ein, zwei Missionen gemacht, bin vielleicht ein bisschen aufgenommen worden oder auch nicht, dann ging es weiter, ich habe aufgehört da. Also ungewollt, weil ich wieder in der weil ich in Neon gelandet bin, da bin ich ja geblieben. Nee, du bist
Also, du bist Mission vor mir. Ich habe da nicht mehr weitergemacht. Ich habe nur die Aufnahmemission gemacht. Und dann war's das eigentlich. Ich bin da bei Ryujin halt jetzt, habe ich dann gemacht. Ich wurde nach Neon geschickt und seitdem ich nach Neon geschickt wurde vorgestern, habe ich nichts anderes mehr gemacht gefühlt. Außer so ein paar Kopfgeldaufträge noch. Weil Neon ist heftig. Ich bin so hinterher. Wann ist der Bericht? Ryujin, ich muss also diese Verschwörung, was Ryujin angeht, dann diese ganzen Agents, die andere Firmen manipulieren oder schlecht dastehen lassen, ist es halt echt, das Real Life ist da mittendrin. Ja genau, das ist cool. Irgendwann werden wir alles schaffen. Also, Microsoft Xbox Entertainment System sagt ja, man braucht, okay, 204 wurde korrigiert. Es war 199. Also ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt wirklich mit jedem rede, mit jedem NPC, den ich finde, mit dem ich rede, und das genauso wie jetzt mache, brauche ich viel länger. Safe. Also ich sage Tausender locker. Tausender locker. Und hier steht 100%, habe ich dann trotzdem nicht. Mit jedem NPC rede, das teilweise quasi noch kommentiere, vorlese, jede Antwort und alles. Also das schaffe ich nicht in 200. So. Geschäftsdistrikt. Überlegen, das kann ich nicht. Ja, plus halt die 10er, ne? Ja. Stimmt, das ist schon stark, ja. Also generell hat sich das jetzt schon gelohnt, egal wie, weil es ist halt auch eine der Spiele, die ich halt mehr gespielt habe als andere. Egal wie. Es hat mich berührt. In meinem roten T-Shirt und meinem schwarzen Herz hat es mich berührt. Probleme für die Liga der selbstbestimmten Siedler, kurz LIS. Eine hoffnungsvolle Kolonistenfamilie fand mit... Nutze den Dachzugang, melde dich an der Rezeption. Ich mach das hier. Das kannst du gar nicht merken, weil ich bin erst nach dem letzten Crash wieder online. Ich hatte heute einen OBS-Crash und jetzt ich habe eigentlich durchgemacht, aber der Stream fängt wieder von Anfang an. Das heißt, ich bin nur seit 10 Minuten dabei. Das ist keine Sucht. Ich muss sie ja bitten. Ja, werde ich irgendwann machen, aber... Ich glaube, das hat ja genauso viele Stunden. Und dann kommen ja noch ein paar Sachen, die ich auch noch safe machen will. Also, ich werde das jetzt durchziehen bis zum nächsten Release. Der nächste Release ist am 14. Der nächste große. Und danach September. Danach ist der nächste große... Ja, 19. theoretisch. Mal schauen. 19., 21. Mal gucken. Aber den Release am 14. muss ich safe spielen. Es ist halt Motorfest. Ist halt gigantisch. Habe ich ja Beta gefeiert und Ende. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich immer wieder hier zurückkomme. Und das ist ja, also, wir schauen. Ich möchte halt weiter das erleben und weiterspielen hier. Aber bis zum 14. schaffe ich das nicht. Muss ich auch nicht, weil... Ich hoffe, das hält noch sehr, sehr lange. Ja gut, am 19. kommen noch andere Sachen. Wir bekommen Racing nur selten hin oder her. Besuch. Wir schauen Deswegen mal. Deswegen dauert der Tag immer ewig. 3 Spiele diesen Monat im Xbox Bank Game Pass. Starfield, Lies of P... Und Payday. Also Payday safe, Lies of P weiß ich nicht, in Starfield haben wir ja schon. So. Ich persönlich darf leider keine Termine vergeben. Darf ich dich aber beklauen? 771, 32... Oh, jetzt 57%. Ja, gerade deswegen, wegen Souls-like. Gerade deswegen. Ich habe ja letztens... auch mal wieder so ein bisschen mit Elden Ring ein Ding angefangen, mal so ein, zwei Stündchen. Weil ich habe gesehen, das hat Wood auf seiner Spieleliste und ich habe es noch nie am PC gespielt. Ich wollte mal testen mit der Grafik hin und her und habe das ein bisschen angefangen und boah, Digga, was
Was ein ganz anderes Spiel, hä? Ich hab's ja gezockt vor über 1,5 Jahren und auf der PlayStation und hab ja das jetzt auf der PC mal probiert und. Du kriegst das direkt wieder in die Fresse, aber ich hab nur so ein bisschen rumprobiert. Mit Einstellungen von Grafikeinstellungen, weil ich hab's ja noch nie am PC gezockt. Warte mal, ich hab da rumprobiert. Ja, 9,4 Stunden, ich hab das auch angelassen. Keine Ahnung, ich bin da nicht weit. Ich habe da nur viel, ich habe YouTube-Videos gesehen, ich habe mir einiges durchgelesen, einiges probiert mit den Grafik. Da habe ich mir wegen Mods was durchgelesen, was es alles so gibt und das ist halt alles in der Zeit passiert. Ob's meins ist, bin ich mir nicht sicher, aber das Gefühl, das irgendwie dann doch ein bisschen zu beherrschen, ist schon geil. Ist schon geil. Ist jetzt nicht so krass so ein Orgasmus, wie wenn man shift, also lange schiffen muss und dann auf einmal schiffen, dann ist es voll so, oh, sondern es ist schon geil, man gibt sich Mühe, man legt sich auf und dann auf einmal, bam, in your face, schafft man das. Aber es geht halt enorm auf die Psyche und auf die Füße, beides. Weil du bist hier dabei, musst dich konzentrieren, machst was falsch, bist du schon im Arsch, ist aber krass, ist krass. Hat geklappt, ja. Schauen wir mal. Besucher sind leider nur mit Termin zugelassen. Aber im Endeffekt bin ich halt auch verprügelt worden. Ich habe aber gelesen, so ein bisschen nach Guide, was ich am besten machen soll und dies, das. Das war halt, um PC-Sachen zu testen noch. Wenn du einen Termin machen willst, musst du die Leute persönlich kontaktieren. Okay. Guten Tag, bist du für einen Termin hier? Jawohl, Ma'am. Ich heiße Luke Skywalker, Volker Lumen. Ich habe einen Termin mit der Marketingabteilung. Okay. Ja, genau. Ich gebe mich jetzt für jemand anderen aus, falls du nicht den Kontext verstehst hier. Ich bin halt wild jetzt hier im Jero. So. Ja, ob das reizt oder nicht, weiß ich nicht. Das schauen wir mal. Ich fand's, als ich es damals gespielt habe in diesem Dauerstream, fand ich's am Anfang ultra schwer. Ich habe ja da fast geheult, ich habe mich ja verzweifelt, habe mich mehrfach gebrochen. Dann wurde es besser, aber stressig. Und die letzten 2 Tage, die ich gespielt habe, habe ich's geil gefunden, habe viel geschafft und war dann zufrieden. Entschuldige, wie war das? Ich habe mehr geschafft, als ich mir jemals vorstellen hätte können. Und dann habe ich nach dem Motto gehandelt, wenn es am schönsten ist, muss man aufhören. Also habe ich das mit einem guten Gefühl beendet, nachdem ich am Boden lag. Ich heiße Luke Skywalker. Ich habe einen Termin mit der Marketingabteilung. Ah, so ist es. Für Lumen Interactive. Dieser ja. Aufzug bringt dich hoch zum Marketing. Wenn du dort ankommst, sprich mit Aelis Ortis. Er sitzt dort am Empfang und wird dir gerne weiterhelfen. Appreciate. Betritt das Hauptquartier von Infinity Ltd. Triff Aelis Ortis. Ich wusste auch nicht, dass das die sind hier. Das Mod ist gut. So habe ich das Game auch behandelt. Hab dann aufgehört, wenn es am besten ist, sprich nimmer gespielt. Ja, aber ich habe es mit einem guten Gefühl aufgehört. Ich glaube, das klingt bei dir halt ein bisschen anders. Du hast es einfach mit einem Scheißgefühl aufgehört, oder? Gut, dass wir jetzt mal in einer anderen Stadt sind. Wir haben wieder mal Leute, also Gelegenheit, Leute zu beklauen. Mir gesagt, dass in du Neon kommst. Habe ich alle beklaut Setz schon. Dich doch bitte. 1045? Ich werde mit Hart mitteilen, dass du hier bist. Egal. Verzeihung. Achso, beim Beenden hast du ein gutes Gefühl gehabt. Ja, okay. 54%. Du wurdest erwischt. Aber kein Kopf.